Previously on Metal Gear. Ja, im ersten Teil haben wir gelernt, wie wir effektiv sterben, dass wir in einem Gasraum eine Gasmaske tragen sollen. Und jetzt sind wir immer noch auf der Suche, wie wir eigentlich weitermachen. Jetzt gucken wir mal kurz. Ach ja, im Lift, könnt ihr euch auch mal merken, kann man keine Gegenstände switchen. Ich denke, jetzt müssten wir doch eigentlich in der Lage sein, schon da auch was holen zu können. Ich versuch's einfach mal. Wenn ihr also hier aus dem Lift rauskommt, sind also die Soldaten, die abgerufen werden, sind auch schon wieder weg. So pflichtbewusst sind sie wohl doch nicht. Jetzt gucke ich mal eben, ob man da auch schon reinkommt. Das interessiert mich mal. Nein, da sind wir sowieso falsch. Okay, gut. Ignoriert das einfach. Wir machen dementsprechend da weiter, wo wir aufgehört haben. So, jetzt könnt ihr wieder abgerufen werden. Ja, gönnt euch einfach eine Pause. Könnt ihr einen schlechten Witz machen mit der Zigarettenpause. Aber der wäre einfach zu schlecht. So, ab nach Hause, Abgang Bühne rechts. Ich freue mich und auf Wiedersehen. So, weiter geht's da, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Jetzt versuchen wir mal dementsprechend an die Gegenstände zu kommen, die wir jetzt mit Karte 2 erreichen dürften. So, dann wollen wir mal erstmal wieder gucken, dass wir nicht uns direkt frontal in die Kamera bewegen. Außer wir gehen da rein und grüßen freundlich. Ha, genau. Und da müsste auch das sein, was ich suche. Richtig. Und hier können wir auch zum ersten Mal richtig legal unser Arsenal von der sagenumwobenen schreibenden Einhandwaffe mal abfeuern. So, und da ist er. Der ganz wichtige Gegenstand. Der hier. Nein, da wird er nicht angezeigt. Der hier angezeigt wird, nämlich der Silencer. Damit haben wir den Schalldämpfer. Und nun können wir auch stille Kills machen. Kommt man da weiter? Kommt man. Ha! Das nächste große Spielzeug. Ja, die MacGyver-Sammlung fängt an interessant zu werden. Da ist der Granatenwerfer. Und wer sich ein bisschen mit der Serie auskennt, der weiß, ja, der entsprechende Hubschrauber ist auch nicht weit. So, jetzt tanken wir aber erstmal auf, damit wir nicht wieder unnütz nochmal wieder drauf gehen. Das reicht einmal. Ich denke, da kommen wir noch nicht weiter. Gucken wir das mal an. Ja. Kommen wir. Aha. Okay. Interessant. Wollen wir mal sehen, kurz wo wir da sind. Man merkt auch, 20 Jahre gehen an keinem vorbei. Da kommen wir auch rein. Ja, und das kennen Metal Gear Veteranen sicherlich auch. Da ist sie. Die gute alte Box. Damit können wir also dementsprechend jetzt auch ein bisschen die Kameras austricksen. Wobei auch dementsprechend derjenige, der die Kamera überwacht, sollte. Das war dumm. Wir gucken mal, ob das geht. Ob das. Ja, dies gilt als neues Gebiet. So kann man dementsprechend immer aus dem Alarm flüchten. Sonst gilt die Regel genauso wie bei den anderen Teilen. Freunde, ich mag das nicht. Das ist ein Stealth-Game. Hier geht es nicht darum, die Leute wegzurotzen. Ruiniert doch nicht so einfach Snakes Ruf. Schaffen wir das? Schaffen wir das? Schaffen wir natürlich nicht. Ja. Da ist der nächste Lift. Ja. Jetzt greife ich doch mal zur Waffe. Forstkampf ist heroisch. Aber wir wollen die Sache doch ein bisschen schneller hintereinander bringen. Okay, wenn ihr nicht wollt, dann machen wir so. Tja, lass mich raten. Ja, da sieht man, die KI ist nicht so wirklich hochintelligent. Wer würde schon ins Feuer rennen? Genau, jetzt sind wir nämlich hier auf der anderen Seite, wo wir gerade waren. Wir können das mal eben auch dementsprechend. Nee, können wir noch nicht erledigen. Ha, witzig. Denn uns fehlt die Lenkrakete. So, jetzt haben wir den mal eliminiert. Jetzt will ich mal wissen, ob man da hinkommt. Und jetzt gehen wir mal da zurück, wo wir eigentlich hingehören. Ah, der nächste Gefangene.
befreit. Widerstandsführerin oder Widerstands-Diane werde ich nun auf 120/33 unterstützen. Dann gucken wir doch mal, ob die gute Dame schon erreichbar ist. Snake hat ja nichts anderes zu tun, als zu funken. Das ist Solid Snake. Ihre Antwort bitte. Ja. Eigentlich wäre das ein toller Kojima-Gag geworden, wenn man jetzt noch geantwortet hätte mit Du Trottel, du stehst neben mir. Aber gut, man kann nicht alles haben. So. Damit haben wir also wieder einen wichtigen... eine wichtige Geisel befreit. Bin jetzt ganz ehrlich, ich bin jetzt auch überfragt, was und wo, in welchem Punkt die uns wie weiterhilft. Ja, das machen wir toll. Wir sollten sowas beruflich machen. Snake, haben Sie schon mal über einen Berufswechsel nachgedacht? Ja, So. Zeit dahin zu gehen, wo wir eigentlich hinwollen. Kommen wir da schon rein? Ha! Das ist ja wieder das Brezelbacken hier. Und den nächsten, den wir befreit haben. Desto mehr Leute wir befreien, desto eher steigen wir auch in den Klassen auf. Das ist auch Bedingung. Das ermöglicht dann eben mehr Waffen. Und mehr Health. Tja. Der Schalldämpfer macht schon Spaß. Zeit ein bisschen aufzurüsten. Dann wollen wir, wir kennen das ja schon, in einem Gasraum eine Gasmaske tragen. Das mag nicht viel Sinn machen, dass man uns das mit Sicherheit... Na, wo ist der Call? Natürlich, da ist der Call. Unsere persönliche Navi weist uns immer wieder darauf hin, wird uns auch nie müde, auf sowas hinzuweisen. Und da ist auch die wichtige Lenkrakete, die wir gleich brauchen. Denn mit der können wir den Strom abschalten. Da wir aber dementsprechend schon mal so eine Rundreise angetreten haben. Ja. Ja, mein Freund. Schieß dich ruhig aus. Ich finde das gut. Genau, hier war eine Geisel, die haben wir schon befreit. Wunderbar. Gucken wir uns den Raum nochmal an, rufen vielleicht Tine Wittler für eine kleine Verschönerung und konzentrieren uns, dass wir weitermachen. Ja, können wir mal gucken, holen wir uns nochmal spaßhalber den Plastiksprengstoff, wobei das wahrscheinlich überflüssig ist. Mehr können wir sowieso nicht greifen, genau. Jetzt sind die meisten Items auf 5 limitiert, später wird es dann 10, soweit ich weiß 15 und 20, das sind dann die Endlevels. Bringen wir das mal ganz schnell jetzt nach Hause, die Sache. Dann haben wir nämlich auch das, was wir haben wollten, in diesem Part auch geschafft. Und dann können wir uns um die weiteren Lifte kümmern. Und dann weiß ich auch schon, dass uns dann solche Sachen wie Infrarot uns erfreuen werden. Auf Wiedersehen. Das ist natürlich eine gute Einladung. Das machen wir natürlich immer. Ob das jetzt Cheaten ist oder nicht, das sollen Leute entscheiden. Fakt ist, das Spiel macht es möglich. Also tun wir es auch. Auch die Rationen könnt ihr später mit höheren Levels mehr tragen. Und man wird sie noch definitiv brauchen. Also was den Endkampf angeht, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, da wird man die ein oder andere Ration verbrauchen. Und ich habe einen unglaublichen Fetisch, den Alarm auszulösen. Dabei könnt ihr jetzt mal ein bisschen der Alarmmusik lauschen. Okay, klingt doch schneller als erwartet. Müssen wir hier noch was machen? Nein, müssen wir auch nicht. Also, machen wir die ganze Sache mal schnell und schmerzlos. Und machen mal so die
die Sache, wie es eigentlich geplant ist. Ja, ich weiß, dass man hierzu eine Lenkrakete missbraucht. Ja, das tun wir jetzt auch. Wir missbrauchen sie. Und damit ist das Feld weg. Wie ihr natürlich gerade gesehen habt, kann man dies auch einfach komplett umgehen. Später allerdings natürlich muss man für solche Sachen die Raketen benutzen. Ihr könnt auch, wenn ihr lustig seid... Bin ich mal lustig? Ach komm, ich bin mal lustig. Es ist eigentlich lustig, dass uns nicht Big Boss warnt. Benutze keine Rakete, um Leute zu erschießen. Denn das fällt auf. Haben die Programmierer sicherlich vergessen. So, dann müssen wir uns mal durchschlagen. Haben wir. Willkommen im nächsten Abschnitt. Hier haben wir mehrere Levels. Hier können wir also dementsprechend an mehreren Etagen anfangen. Fangen wir mal gleich mit dem Dach an. Und da kommt gleich wieder ein wichtiger Funkruf, warum wir das nicht passieren können. Ich mache das mal kurz vor. Das heißt, man wird automatisch weggetragen. Da ist irgendwas, was wir nicht können. Das ist Big Boss. Eine Windbarriere ist auf dem Dach. Sieh nach dem Bomben-Blast-Suit-Anzug irgendwas, der sich dementsprechend in dem Hangar befindet. Das heißt, damit haben wir unsere erste Mission. Wir gehen dann gleich mal ins nächste Stockwerk und gucken mal, wo uns das hinführt. Und da sind wieder unsere freundlichen Kameras. Ja, auch hier würden sich die Piraten freuen, denn das ist Überwachungsstaat in Perfektion. Das finde ich freundlich von dir. Ich bin schläfrig. Ja. Hilft im Krieg nicht ganz so. Und hier ist das erste mit Infrarot. Ich glaube, man kann mit den Zigaretten tricksen. Oder auch nicht. Also gehen wir da lang. Wenn uns ein Weg versperrt ist, dann nehmen wir einfach den anderen. Da sind wir total ideenlos und total kreativlos. Und da sind viele Soldaten. Wo viele Soldaten sind, ist meistens auch was Wertvolles. Na, müssen wir doch auf unsere gute alte Waffe zurücksetzen. Wir spielen ein bisschen 10 kleine Negerlein, wie man sieht. Merkt die KI auch gar nicht, dass auf einmal ein Kollege weg ist. Das fällt ja auch nicht auf. Ja, das kennt ihr wahrscheinlich von der Schule, aus dem Büro. Das ist ja normal. Ist einfach verschwunden. Mein Gott, kann ja mal passieren. Kann ja dann irgendeine Reality Soap wieder suchen. Ja, komm doch hier ruhig hin. Komm doch hier hin. Kopf war so. Ja, komm. Natürlich nicht. Ha! Da kommen wir noch nicht weiter. Das heißt, da brauchen wir noch eine andere Karte. Ja, ist mal gut hier. Habe ich schon erwähnt, dass ich sowas mag? So, jetzt machen wir einfach mal spaßeshalber, wir ignorieren diesen Stock und nehmen mal einfach den nächsten. Unten im Basement, da weiß ich, da müssen wir auch noch hin. Wir müssen sowieso überall hin. Ach, da kommen wir hier raus. Okay. Das ist gut zu wissen. Da werfen wir mal eben auch noch einen Blick drauf. Richtig. Wer mit dem Teleskop ein bisschen aufgepasst hat, der weiß, dass wir da dementsprechend auch schon was gesehen haben im ersten Part. Jetzt machen wir doch einfach mal das lustige Spiel. Wir räumen einfach mal die Etage ab. Und dann sparen wir uns den anderen Besuch der anderen Etagen dieses wunderbaren Etablissements Outer Heaven.
einfach mal für den nächsten Part. Ja, ich weiß, dass du schläfrig bist. Du kannst es mir aber auch gerne noch mehrfach sagen, weil das hilft. Seien Sie einfach ehrlich zu sich. Sagen Sie es selber. Haben Sie als Genomsoldat Burnout? Äußern Sie sich. Schauen Sie nicht weg. Trauen Sie sich. Und wenn Sie auf einmal jetzt gleich wieder Ihren Kollegen vermissen, ignorieren Sie es. Hey. So, wir wissen ja, bei der Tür können wir mit unseren Karten nichts reißen. Also ignorieren wir das auch gleich mal komplett. Ja. Dreh dich um. Genau. Brav gemacht. So, hier haben wir keinen Alarm. Das ist gut. Was finden wir denn hier? Wir finden hier ein bisschen Munition und wir finden hier ein bisschen C4 zum Mitnehmen. Ja, das hilft uns nicht ganz so. Das heißt, dieser Stock ist erstmal grundsätzlich sinnlos. So, das war klar. Ja. Richtig, mache ich hervorragend. So, komm, dann kommen wir auch. Wir gedenken kurz dem großen Solid Snake und fragen uns, warum hat man so das Gefühl, dass dieses Spiel eigentlich nicht wirklich schwer war? Nun gut, sehen wir dies als kleines Zeichen, machen wir im nächsten Part weiter. Bei dem Stock haben wir ja gelernt, da brauchen wir gar nicht erst landen.